Und wir starten jetzt, ich habe mir hier ein paar Videos ausgesucht. Wir starten mit unserem Bruder Daniel Kubik, denn ich habe in der letzten Reaction, die heute kam, vergessen, beziehungsweise habe nicht darauf reagiert. Ich war zu hastig. Entschuldigung, das war das Rice Milkshake, dass der Kollege gegen Benny gestartet ist. Ja? Und das war nicht korrekt. Ich habe das Gesamtsiegerstech. Kurva. Gesamtsiegerstechen habe ich jetzt einfach geskippt in der Reaction, das ist scheiße. Deshalb gucken wir uns das jetzt mal an. Ich bin gespannt, was bei Daniel Kubik abgeht. Level 4, sagt Onkel. Nice, Alter. Ich weiß immer noch nicht, worum es hier geht, aber danke und nice. Sehr, sehr geil. Wann kommt das Beintraining mit Brosep? Dazu kommen wir gleich, mein Lieber. Dazu kommen wir gleich. Oder ganz ehrlich, wenn du jetzt hier schon fragst, dann sage ich dir, wann das Beintraining mit Brosep kommt. Oder nee, komm. Ich erzähle dir gleich. Warten wir ab. Wir gucken jetzt erstmal den Zuschauer, weil da gibt es zu der Thematik mit Brosep, da ist nämlich was dazwischen gekommen. Mein Name ist Daniel Kubik und heute nehme ich dich einen Tag mit in meine Wettkampfvorbereitung für die Frühjahrssaison 2022. Und zwar ist heute nicht irgendein Tag, heute ist Showday. Und zwar geht es ab zur GmbF. Und das ist dieses Mal bei der GmbF keine deutsche Meisterschaft, bei der nur deutsche Athleten und Athletinnen teilnehmen dürfen, sondern International. es ist eine internationale deutsche Meisterschaft. Dementsprechend kann das Starterfeld natürlich auch ein bisschen breit gefächerter sein. Aus anderen Ländern können Teilnehmer rüberkommen und ich bin mega gespannt, wie heute der Wettkampf verlaufen wird. Das Ganze wird in Germersheim. Was sehe ich da gerade? 71 Leute. Jungs, verlass mal bitte zwei Leute den Chat. Danke dir. Stattfinden und wir werden jetzt dann bald auch schon aufbrechen. Ihr seht es hier, erste Farbschicht ist schon drauf. Was meinst du, Schatz? Sieht sehr gut aus. Ist schon sehr dunkel. So, Onkel, starte bitte mal eine Umfrage. Was hält die Community hier von Daniel Kubik? Ist dieser Bursche natural oder nicht? Da würde ich mal gerne eure Meinung wissen. Ich habe ihn ja live getroffen, ich habe mir das live angeguckt und er wirkt live wirklich brutal. Aber es ist nicht dasselbe wie auf seinen Formcheck-Bildern. Da wirkt er, also es ist der plastische Look, aber die Masse fehlt. Der ist dicker, wenn man den sieht wenn man den sieht in Klamotten, der sieht aus wie ein Tischtennisspieler, der noch nie trainiert hat. Ja? Deshalb würde mich das gerne mal interessieren. Safe, netti, netti. Wir hauen eine Umfrage raus. Wartet, wartet. Aber guck mal, die Mehrzahl die Mehrzahl ist hier wirklich für seinen Naturalstatus. Mucki Sanchez, schönen guten Abend. Hier wurde eine Nachricht hervorgehoben. Wie schaffst du es auch nach zig Jahren motiviert zu werden? Das hatte ich ja schon gerade dir beantwortet. Ne? Einfach am Ball bleiben, Digga. Es gibt keine Tablette oder Supplement, die dir Motivation schenkt. Da musst du die Motivation haben. Sehr dunkel, gell? Aber es kommt da noch was drauf. Es kommt noch was drauf. Wir haben gestern Abend zwei Farbschichten gemacht. Im Vergleich zu den INBA-Niederlanden hatten wir beispielsweise drei So. Farbschichten. Die Umfrage ist online. Ist Daniel Kubik natural oder nicht? Da könnt ihr gerne abstimmen und dann gucken wir mal gleich, was die Community hier sagt. Aber die Mehrzahl ist ja schon, ist wirklich ja, auf jeden Fall. Er ist natural. Ich bin gespannt. Sehr, sehr schwer, sagt er. Ja. Ich habe ihn in Real Life gesehen und ja, was soll ich euch sagen? Für mich kam das wirklich, es sah sehr natural aus. Auch wenn er brutal ist, es sah sehr, sehr natural aus. Kauf dir mal für deine Harley einen besseren Auspuff. Ich habe den lautesten Auspuff, den es auf dem Markt gibt, mein Lieber. Jekyll and Hyde, da gibt es keinen besseren. Was geht hier ab? Warum Am schalten die Abend Leute und schon eine wieder noch ab? mal am Morgen oder ein bis zwei am Morgen sogar. Und jetzt dieses Mal nur zwei Farbschichten am Abend und ich sehe auf jeden Fall schon deutlich dunkler aus, wie in den Niederlanden selbst noch. Ja? Aber die Ja. Farbe hat auch richtig gut gehalten. Dieses Mal gar keine Flecken irgendwo zu sehen. Ist natürlich ein bisschen doof, dass es jetzt hier so ist, denn die Farbe wird nochmal überdeckt mit einer anderen Farbe. Also ich habe jetzt hier zwei Schichten Top-Tan drauf. Nachher kommt nochmal eine andere Schicht mit einer. Top Tan habe ich damals auch immer benutzt. Für mich beste Farbe. Top Tan ist gut. Dreamplan-Farbe, das ist dann so eine Klatschfarbe, die ist bei vielen anderen Wettkämpfen nicht erlaubt. Die sieht aber richtig sick aus und darauf freue ich mich wirklich schon extrem. So, jetzt Tagesplan. Ihr seht es hier. Ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet.
Eine Paulana hat er da am Start. Ist das hier nicht Paulana Bier, Alter? Natürlich. Was will er denn damit? Lädt er damit auf mit Paulana oder was? Und zwar habe ich mir 3 Meals vorbereitet und Schatz, ich habe mir auch für nach dem Wettkampf ein kleines Meal gemacht. Und zwar so angehaucht, wie ich letztes Mal gemacht habe? Na, nicht ganz. Aber es gibt einen Quark mit Heidelbeeren. Digga, da sieht man schon, wie krass der diesen Sport lebt. Ey, nach dem Wettkampf, ich bin Pizza und Burger fressen gegangen, selbst wenn ich 2 Wochen später noch einen Wettkampf hatte. Und er knallt sich einfach Dingens rein. Ein Magerquark. Einfach ein Magerquark. Paulana Spezi, okay? Bronco, vielen lieben Dank für dein Follow, mein Lieber. Passt, ne? Für so nach halb. Der Show. So halb. Und ansonsten sind auch ein paar andere Meals geplant. Und du kannst ja mal mitkommen. Ich zeige einfach mal, was es jetzt hier gibt. Also erstmal gibt es hier im Porridge, ne? Standardgemäß. William, du brauchst eigene Emotes. Ja, da sind wir dran. Das ist ja gerade mal der 2. Livestream. Da kommt einiges, mein Lieber. Da kommt einiges. In Zukunft, wir werden hier Gas geben. Vorgekocht. Hier gibt es mein Proteinpulver rein. Erste Mahlzeit Kaffee und Wasser, wie jeden Tag. Dann als 2. Mahlzeit gibt es Paulana Spezi. Ach, Paulana Spezi Zero. Ach, ist ein normales Zero-Getränk. Wusste ich, dachte, der haut sich da ein Bierchen rein, Alter. Oder so ein Vitamalz. Danke dir für dein Follow, mein Lieber. So, Daniel Kubik übrigens, 81% hat die Abstimmung. Habt ihr den Naturalstatus von Daniel Kubik gewonnen, ne? Es gibt Reis mit Apfel, Zimt, Ei und Cornflakes und einem Fruchttütchen. Dann als Snack vor dem Wettkampf, als letzter diese Snack geile von der Dinge, Stage, die gibt's hier diese Reisbällis, die du mir gekauft hast, Schokolade plus eine Banane. Ja. Und abhängig davon, wie lange das Ganze heute geht, nehme ich mir einfach noch ein bisschen was am Backup mit, noch ein paar einzelne Reiswaffeln, hier Banane. Geht immer. Gib ein bisschen Honig mit und that's it. Also heute. Was sagst du zu seiner Frisur? Ja, ich denke mal, er hatte da ein bisschen Streit mit seinem Friseur. Vielleicht hat er dem beim letzten Besuch zu wenig Trinkgeld gegeben. Daniel, Bruder, wenn du mal hier bei mir bist, wir gehen mal zum richtigen Friseur, weil das, Seiten sind zwar schön frisch, aber dieser Übergang da, Schande für deinen Friseur, Alter, der soll sich schämen, der Penner. Heute gibt es tatsächlich nicht mehr. Wir haben aber in den letzten Tagen auch schon richtig viel geladen. Wie wir geladen haben, was wir geladen haben, das erzähle ich euch auf jeden Fall später noch. Jetzt geht es erstmal ab ans Kochen, bevor wir nachher in zeitliche Bredouille kommen. Das Hallo und liebe Grüße zurück. Schaut euch mal dieses bezaubernde Porridge an. Also ich finde, das sieht auf jeden Fall richtig, richtig nice aus. Wie immer mit einer richtig dicken Portion Haferflocken hier drin. Ja, wir haben hier 100 Gramm Haferflocken drin, 50 Gramm Cornflakes, 25 Gramm Whey. Das Johnny-Video ist brutal, ne, Freunde? Da gibt es nochmal jetzt hier einen Shoutout an Johnny Yusupov. Der hat in seinem Video gekotzt. Der hat bestimmt 20, 30 Gramm Beta-Alanin sich beim Training gepfiffen. Hat bei Bizeps Curls gekotzt. Das Video müsst ihr euch auf jeden Fall reinziehen, Freunde. So, das ist also derselbe Wettkampf, an dem der Benny am Start war, ja? Mit Johannes Lukas, wo wir heute drauf reagiert haben. Das ist derselbe Wettkampf, oder? Ja. Brutal! Warte mal. Ey, ich feiere das ja wirklich, wenn die Frauen oder die Freundinnen von den Jungs, die teilnehmen, so mitfiebern, ne? Das ist für mich immer... Das ist cool, Alter, wenn man so einen Support hat von seiner Frau. Warte, zieht euch mal bitte rein, wie die da brüllt. Brutal! Brutal! Jawohl! Oh, jawohl, richtige Hooligans. Daniel, Alter, du alter Ultra, hast du da deine Ultra-Fans mitgebracht, deine Hooligans, Junge? Geil.
aber der dominiert ganz klar, ne? Ganz klar. Guckt euch mal die Beine an. Hier, Daniel ist ja hier der Dritte. Der dominiert, Alter. Der dominiert. Der hat ein bisschen vergessen, Diät zu machen. Aber der dominiert ganz klar. Ganz klar. Meine Arme treffen stark, das ist möglich. Jawohl! Guck mal, der Gluteus, Alter. Ey, das finde ich jetzt krass. Sehr, sehr geile Hinteransicht, ne? Weiter aufpassen! Das ist deine Liga! Jawohl! Könnt euch mit Paul im Urlaub treffen. Danke auf jeden Fall für 92 Zuschauer. Geil. Cool, es geht langsam vorwärts hier. Sehr schön. Aber man muss sagen, ne, seine Gegner, alle Achtung, die sind alle gut. Aber ich verstehe das jetzt nicht. Ist Daniel nicht irgendwie Profi geworden letztens? Oder war der nicht schon Profi? Ich check das nicht, Alter. Marco, Meinung zu Sams? Ich habe da keine Meinung zu, weil ich selbst noch nie Sams, da bin ich wirklich natural. Ich habe Sams noch nie konsumiert. 50 Jackson, danke dir fürs Prime-Abo. Geil, Alter, vielen lieben Dank. Ich kann dir meine Meinung nicht sagen. Ich weiß nur, Sams würde ich persönlich nicht nehmen, weil es einfach unerforschte Sachen sind. Ja? Es sind unerforschte Sachen, würde ich nicht nehmen. Keine Ahnung. Testosteron ist ein Hormon, was dein Körper selbst produziert. Würde ich eher sowas nehmen anstatt Sams, Alter. Weil du weißt nie die Langzeitfolgen. Ja? Bei Testosteron hast du genügend Studien und das ist, wird ja schon seit Jahren von Leuten Östrogen hinzugeführt, ne? Philipp, danke dir auch fürs Abo, Alter. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Und wir haben wieder eine Abstimmung, sehe ich gerade. Wer ist krasser, Paul oder Daniel? Fitness-Oscar. Komm, wir geben dem mal einen Fitness-Oscar. Stimme ich jetzt hier auch mal ab. Wir geben Fitness-Oscar. Nirviara, ja, das ist mein richtiger Nachname. Da ist mein Nazwisko. So. Weiter geht's. Davon als Pro auf Amateurshows starten? Normalerweise nicht. Wäre ja ungerecht, ne? Normalerweise nicht. 50 Jackson, danke dir, mein Lieber. Sehr, sehr nett. Das wäre ja für die Amateure völlig unfair, wenn du dann neben dem Profi stehst. Aber ich check das nicht bei den Naturalverbänden. Ich habe keine Ahnung. Der Gegner hat auch sehr, sehr krasse Streifen im Quadrizeps. Wahnsinn, Alter. And the first with 20 points goes to Daniel Kubik. Und jetzt kriegt er die Pro-Cut oder was? Ich check das. Oh,
voll am Schwitzen der Arm. Die Dame hat aber auch gut Kniebeugen gemacht hier, ne? Nicht schlecht, auf jeden Fall. Was sagst du, Digga? Was hat denn hier eine Zigarette verloren bei Daniel auf dem YouTube-Channel? Geisteskrank. So, auf die letzten Springer noch gekommen, Alter. Wieder die Klasse zerlegt, hast du noch gesehen auf jeden Fall. Ja, das beim Karate dasselbe. Gott, wie gedacht, das muss passen. Hi, boom! Das ist doch safe die Mama, Alter. Sieht man direkt. Die sieht man sehr ähnlich. Und wie war's? Zap-zap. Hat er weggemacht. Kurz gefressen. Hat er gefressen. Voll die Sinnflut da drin, Alter. Die sind alle aus. Einfach rasiert. Einfach rasiert. Geil. Fehlt eigentlich Römer, der noch Vollgas sagt. Vollgas! Vollgas! Da sind richtige Hooligan-Fans am Start, Alter. Lustig, ja? Vollgas, Mann. Jetzt, so scheiße wie ich mich eben gefühlt habe, so gut wird es jetzt. Ja. So, schau jetzt auch so 10 Minuten Musik rein, ich komme auch gerade richtig gut. Also. Ach, tatsächlich ist das so? Man darf als Pro starten auf Amateurshows, wenn man auf einer Profishow noch nie gestartet ist. Was ist das denn, Alter? Hör ich zum ersten Mal. Warm's up nochmal. Also jetzt machst du's ready. Jetzt bin ich auch richtig durch. Und jetzt platzt der richtig, Alter. Ballern, Alter. Ach, Scheiße. Ja. Nein, der ist voll. Der, vor allem, wenn man das so aus der Nähe sieht nochmal. Ne? Ja, eventuell bist du leicht nimm da. Warte mal kurz. Mein Pass. Boah. Ach, da haben wir ihn. Das ist jetzt das Gesamtsiegerstechen. Ah, okay. Also, der Klassensieger erhält eine Pro-Card, wenn ich mich nicht irre, ja? Weil er hat Junioren gewonnen und seine Klasse gewonnen und dann hat er die Pro-Card bekommen. Und Daniel ja gerade auch. Aber dann hätte er ja auch die Pro-Card bekommen. Und er hat für mich meines Erachtens nach keine Pro-Card sich verdient. Ja? Komisch. Hast du schon mal mit Pierogi aufgeladen? Nicht wirklich. Aber mit Ponschki. Ponschki sind Berliner Ballen aus Polen. 100.000 Abos und ab zu Fame MMA. Ja, wieso nicht? Wäre eine Überlegung wert, ne? Mit Kevin Wolter in den Ring zu steigen und dann auf die Fresse kassieren oder Kevin kassiert auf die Fresse, weiß man nicht. Wäre lustig. Mal gucken, was die Zukunft so bringt. Da gibt einige YouTuber, gegen die würde ich nicht kämpfen wollen. Beispielsweise Johnny, mein Teamkollege, Yusupov, gegen den würde ich auf keinen Fall. Guck mal, Onkel schreibt schon, halt die Klappe, Onkel, mach das, lösch das. Nicht mal für 1 Million Euro würde ich gegen den kämpfen in den Ring. Der würde mich doch komplett zerfetzen. Dann verschenkt William, ich verschenk nicht 10, ich verschenk mein Leben, Alter. Danke dir fürs Abo, mein Lieber. Radis 999, danke dir, mein Lieber. Vielen lieben Dank, geil. Du versus Psychophil wäre natürlich gewichtstechnisch für Psychophil ein Nachteil, aber Psychophil kein Problem. Ey, ich kämpfe gegen Johnny nicht. Nichtmals in 100 Jahren und nichtmals für 100 Millionen. Das wäre so, als wenn du mich fragen würdest, springst du aus dem 6. Stock? Nein, mache ich nicht. So, da haben wir die beiden. Also Daniel hat den Beinbeuger durchgespielt, ne? Da hat der Benny von Johannes Lukas den Beuger vergessen. Safe. Und da war sein Posing so komisch. Das habe ich ja heute in der Reaction gesagt. Ich weiß nicht. Nee, Daniel gefällt mir da viel besser. Aber hier oberkörpermäßig, ne, Freunde? Oberkörpermäßig ist er schon wirklich brutal, Alter, der Kollege hier. Der ist wirklich brutal.
Ein Training mit Flair, ja, wäre geil, Alter. Wäre geil. Aber die Linie von dem Kollegen hier, ne? Die Linie von Benny ist irgendwie schöner. Der hat wirklich, guckt euch das mal an, diese X-Form, Alter. Der hat die brutale X-Form. Hako, danke dir, mein Lieber. Vielen lieben Dank. Wenn der jetzt wirklich Profi ist hier, ne? Oh, guckt mal, wer am Start ist. Mein Vater ist am Start. Mein Vater ist im Chat. Ich glaub's nicht. Papa, wie geht's? Guckt euch das mal an. Haut mal bitte jetzt hier einmal in den Chat schöne Grüße an meinen Vater. Alle, Pflicht. Alle einmal meinen Vater grüßen bitte. Alle meinen Vater grüßen. Papa Fake Taxi. Scheiße, ich muss die Woche das Auto geben, das gibt Ärger. So, haut alle in den Chat schöne Grüße an meinen Vater. Schöne Grüße an meinen Vater. Bitte alle in den Chat. So, das wollte ich da hören. Geil. So, Grüße gehen raus und jetzt gucken wir weiter das Video. Chat platzt. Hier, liebe Grüße gehen raus, die wollen die 200 Kilo Quads sehen. Papa, du musst die, wir müssen uns mal hinsetzen, kommst mal hier vorbei und dann quatschen wir mal in Ruhe. Du musst Ausfallschritte machen, du musst uns erklären, wie du damals Ausfallschritte gemacht hast, mit 200 Kilo. Grüße zurück, sagt er. Guck, mein Vater ist ganz simpel, der schreibt nicht viel. Er ist kein Mann der großen Worte, er sagt einfach nur Grüße zurück. Geil. So. Für alle, die sich gefragt haben, was das hier bedeutet auf meinem Arm. Hier, das ist der Spitzname von meinem Vater. Und er heißt auch hier so im Chat, wie ihr seht, ne? Dass jetzt wisst ihr, was abgeht. Nehmen. So, weiter geht's. Oh, Papa, guck mal, die Leute bieten sich hier an für deine Baustelle. Die fragen, ob du... Nein, habe ich nicht vergessen. Der Name war hier nicht... Timmy, denkst du, ich mache hier was falsch? Der Name war hier schon vergeben, deswegen hat sich mein Vater mit Doppel-N benannt. Ja, der Benny gefällt mir besser von der Form. Ja, dass diese X-Form hier, die ganze Statur, Symmetrie gefällt mir wirklich besser. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Der Daniel hat eine ausgeprägtere, reifere Muskulatur. Aber ich denke mal, wenn der Benny so weitermacht, frisst er den in Zukunft auf. Ich bin gespannt, was jetzt weiter passiert. Ja, Kubik, ich meine ja, Kubik hat so ausgeprägte, reifere Muskulatur. Man sieht, er ist länger am Ball. Aber ich glaube, mit der Zeit wird Benny, der wird ihn fressen. Oder Benny schlägt einen anderen Weg ein und wird dort die Leute fressen. Weiß man nicht. Es fehlt eben noch der Gesamtsieger des heutigen Abends. Wer ist euer Favorit? Du hast gewonnen. Wie machen die das denn, Alter? Einfach so auf die Schnelle. Krass. Der Bernd Breitenstein ist schon ein komischer Vogel, ne? Reicht jetzt, Papa. Ich kann keine Fliesen abstimmen. Ich habe zwei linke Hände. Weißt du doch. Einmal für uns. Jawohl, Junge. Nein. Was ist das? Was geht bei dir, Rockstar? Ich hab euch gehört. Ja, das war gut so. Ihr habt mich gesehen.
Zu dir muss ich noch. Wie nah soll ich die Kamera machen? Ungefähr so. Ja, was, nein, Spaß. Was soll ich machen? Was soll ich sagen? Was scheiße. Mama, hier ganz kleine Reflexion, ganz kurze Reflexion, nur 20 Sekunden, was hast du zu sagen? Der Kameramann von Daniel hört sich an wie ein Rapper. Mit seiner Stimme. Ja, wir haben gerade nochmal drüber gesprochen, dass, wenn man nur den Wettkampf betrachtet, nichts hätte besser laufen können. Sieht aus wie Steve-O. Warte mal, ich suche mal ein Bild raus von Steve-O. Der sieht echt aus ein bisschen wie Steve-O. Wir müssen aber mal ein Bild finden von Steve-O mit Brille. Steve-O ist der von Jackass. Warte mal. Der sieht ein bisschen ähnlich, ohne Scheiß, Freunde. Der sieht dem mit der Brille, der sieht dem schon. Der sieht dem hier schon ein bisschen ähnlich. Der könnte, so als Stevie O könnte der durchgehen. Cool, Alter, cool. Wenn man die Story davor kennt mit der Anfahrt, war das natürlich nochmal eine heikle Geschichte, aber. Was hast du gesehen, Papa? Erzähl keinen. Du hast das Video gesehen mit Benny, natural, interessant. Happy End, anders kann man es, glaube ich, nicht bezeichnen. Und ich glaube, der Tag wird dem Daniel und uns allen auf jeden Fall in Erinnerung bleiben. Also was Daniel auch auf der Bühne einfach abgeliefert hat. Also ich meine, die Leistung muss auf jeden Fall nochmal hervorgehoben werden. Das ist nicht selbstverständlich. Und der zweite Punkt ist, das ist nicht der Hauptwettkampf gewesen, sondern es stehen noch einige Wochen vor. Aber hat sich angefühlt wie ein Hauptwettkampf. Es sah auch so aus von der Form, würde ich mal behaupten. Aber der Weg ist auf jeden Fall hier noch nicht zu Ende und ich glaube, da kann man auf jeden Fall sehr gespannt sein, was für Daniel noch kommen wird. Also so sieht das Siegerlächeln aus. Ich mach das ganz nah rein, Digga. That's it. Yes, baby. So, Daniel, Gesamtsieg. Nicht 200 Kilo. Mein Vater hat Ausfallschritte mit 220 gemacht. Bitte, nicht 200, 220. Ja? Onkel Jacek hat's gesehen. Zufrieden? Das Ding ist doch noch mal gut ausgegangen, würde ich sagen. Ne? Jetzt was soll ich sagen, Bro? Also die Hinfahrt, ich glaube, mehr Nerven hätte mich nicht kosten können. Ja. Ich war wirklich komplett schon, hab's schon verabschiedet, ne? Ja. Und dann Happy End halt. Ja. Mega. Sowas habe ich jetzt auch noch nicht erlebt. Vor allem, wenn du stehst im Stau, Vollsperrung, und du weißt halt nicht, was abgeht. Ja. Dauert das jetzt 5 Minuten? Dauert das 10 Minuten? 2 Stunden, ist Hoffnung da, ist Hoffnung nicht da. So, und du siehst, es tut sich halt einfach nichts die ganze Zeit. Und du wirst so richtig durchgequält, ne? Du stehst da und stehst. Und was kommt auf einmal für eine Reaction? Auf was hast du gewartet? Verstehe ich nicht. Verstehe ich gerade wirklich nicht. Du stehst und es tut sich nichts, gar nichts. Für mich so aus meiner Sport... Guck mal, ich kann dich jetzt anrufen, Papa. Und du erklärst mal den Leuten hier, erzählst ihnen von der Geschichte mit den 220 Kilo. Hast du Zeit, dann rufe ich dich jetzt an und erzählst jetzt hier live vor allen Leuten, wie du die 220 Kilo damals damit Ausfallschritte gemacht hast. Das würde mich mal interessieren. Zwischen Karriere so, das war schlimmer wie jedes... Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit 220 Kilo Ausfallschritte macht. Luis, danke für dein Follow, mein Lieber. Vielen lieben Dank. Mit Spikes auf der Sandbahn. Ah, geil, herrlich. Beintraining. Ja, aber so, kurz vor Ende. Und hier sind sie, meine Freunde. Oh. SH, vielen lieben Dank für dein Abo. Sehr, sehr cool. Und Nolte, danke für dein Follow. Geht ja hier flott ab hier. Erste Pokal für die Men's Bodybuilding 1 Klasse. Und dann hier auch nochmal der große Bruder. Und zwar haben wir hier den Overall-Pokal. Yes, Overall-Winner der 7. Internationalen German Championship 2022. Bin ich extrem, extrem stolz drauf. Und dementsprechend... Papa, ich verstehe kein Wort. Leg das Handy weg, hör auf zu schreiben. Deutsche Sprache, schwere Sprache, reicht. Aber der Daniel hat hier ordentlich abrasiert, ne? Merhaba, Exit 58. Daniel hat ordentlich abrasiert diese Saison, ne? Guckt euch diese ganzen Pokale an. Ja, gibt es hier auch eine kleine Erweiterung der Pokalsammlung.
Und ich bin so mega happy damit, meine Freunde. Yes, alles in allem war die deutsche Meisterschaft ein voller Erfolg. Danke für dein Follow, mein Lieber. Es war eine Achterbahn der Gefühle mit der Vollsperrung auf dem Hinweg, die mich fast daran gehindert hätte, überhaupt starten zu können, mit ein paar Tränen, die vergossen wurden auf dem Hinweg, weil ich einfach gedacht hätte, so die 4,5 Jahre Arbeit, die ich seit dem letzten Start bei der GmbF investiert habe. Danke dir auch, mein Lieber, für den Follow. Der linke Pokal mit der Friese bist du. Dann stehe ich da in der Vollsperrung, so, obwohl es fast neben meinem Wohnort ist. Also es waren 80 Kilometer Fahrt insgesamt nur. Und es ist so unbegreiflich für mich immer noch. Dann komme ich da hin, alles super schnell geregelt, Farbe drauf gemacht, ein tolles Team zur Unterstützung dabei gehabt, einen Pump irgendwie noch leicht reingeholt. Auf der Bühne gezittert, es war so irre, klasse gewonnen. Nächstes Pump-Up, zur Ruhe gekommen, endlich nochmal einen Fokus bekommen. Bekam einfach nochmal mehr rein und lassen dann jetzt dem letzten... Daniel erstmal ein Like da. Und gratulieren ihm erstmal zum Sieg. Das Gesamtsiegerstechen mit dem Sieg und der ganze Support, der da war, die ganze Familie, Freunde, Klienten, ja, auch meine Freunde natürlich. Also es ist einfach irre gewesen. Die Halle hat gebebt, die Leute haben so eine geile Stimmung gemacht. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Es war atemberaubend. Genau. Das war wirklich Enrico Hoffmann ist abgehauen. Das meinte ich. Ist atemberaubend und diesen Tag werde ich in meinem Leben nie mehr vergessen, da könnt ihr euch sicher sein. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr diese Achterbahn gefühlt habt, dann gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben. Lasst ein bisschen Support da in Form eines Kommentars, ich würde mich mega freuen. Haben wir gemacht. So Daniel, danke dir fürs Video und wir gehen jetzt weiter. Freunde, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Abo da und einen Daumen nach oben. Würde mich sehr, sehr freuen. An dieser Stelle auch einmal eine kurze Werbung für meinen Twitch-Kanal, den findet ihr unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr mir auch gerne auf Twitch folgen, wir werden wöchentlich öfter live gehen und falls ihr mich noch supporten wollt, ihr wisst Bescheid, powerstage-germany.de für die besten Supplements, da kassiert ihr mit meinem Rabattcode William auch den besten Rabatt. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal.